Ich dachte, du bist wütend auf mich. Dreh dich um. Anastasia muss mal wieder schön bestraft werden von ihrem Christian. 50 Shades of Grey, die Mischung aus Seifenoper und Sadomaso Softsex, geht in die dritte und letzte Runde. Du willst also spielen? Ja, Sir. Christian. Schnelle Autos, lahme Dramaturgie. Aber Dakota Johnson scheint Spaß zu haben. Ich sollte öfter ungezogen sein. Wir werden verfolgt. Ein garstiger Bösewicht will den frisch verheirateten Grace an die Wäsche. Die zähe Krimi-Handlung von Befreite Lust ist von jedem Sinn befreit, aber egal. Perfekte Körper, steriler Sex, braver Quatsch, aber durchaus vergnüglich. Fans werden dahinschmelzen. Oh, oh, oh. Das tut mir aber leid. Nicht witzig. Hast du dir schon mal gewünscht, weg zu sein? Wie weg? Ja, einfach weg. Gehen, ohne sich zu verabschieden. Ausbrechen aus dem Familienalltag. In Freiheit wagt Nora diesen radikalen Schritt. Ich glaube, ich gehe. Neue Frisur, neues Leben. Warum geht eine Mutter diesen ungeheuerlichen Schritt? Der Film zeigt den Schmerz und die Wut der Zurückgelassenen. Komm mal her. Sie ist von uns weggegangen. Und du greifst das endlich. Regisseur Jan Speckenbach stellt mit seinem Film bewusst viele Fragen und gibt keine Antworten. Erinnerungsfetzen wie diese tauchen auf, die sich in den Gesichtern der Figuren tatsächlich widerspiegeln. Die Vergangenheit. Können wir uns von ihr wirklich frei machen? Freiheit. Die faszinierende Studie einer Rätselhaften, die ihr Glück sucht und von Schuld und Sehnsucht geplagt wird. Das Indianerreservat Wind River. Weites, verlorenes Land. Ein Außenseiter hier, der weiße Jäger Corey, Jeremy Renner. Er findet eine tote Indianerin und macht sich mit einer FBI-Agentin auf Mörderjagd. Sehen Sie, wie die Zehen abgebildet sind? Die Vorderseite ist viel tiefer als die Hinterseite. Das zeigt, sie ist gerannt. Was denken Sie, wie weit kann jemand hier draußen barfuß laufen? Ein Land voller verlorener Seelen. Regiedebütant Taylor Sheridan schafft stimmungsvolle Momente. Warten Sie mir. Schade allerdings, dass die Krimi-Handlung sehr konventionelle Wege geht. Dabei hat Sheridan mit den Drehbüchern zu Sicario und Hell or High Water sein Können bewiesen. Wind River dagegen ist eher solide Kost. Playing God. Gott spielen. Das trifft ganz gut die Aufgabe von Ken Feinberg. Ob nach dem 11. September oder der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. Nach großen Tragödien wird er von der US-Regierung gerufen als Entschädigungsspezialist. Er muss bestimmen, wie viel ein Leben wert ist. Wie Feinberg mit dieser Last umgeht, erzählt der Dokumentarfilm Playing God. When you calculate what a life is worth, you have to make certain assumptions. Wenn man kalkuliert, wie viel ein Leben wert ist, muss man überlegen, was das Opfer in seinem Leben verdient hätte. Was bestimmt unser Wertesystem? Wirtschaftsinteressen oder Moral und Gerechtigkeit? Dem Film gelingt so ein Blick in die Seele der amerikanischen Gesellschaft. Es ist trotzdem eine kalte Rechnung. Aber Richter und Geschworene machen das hier jeden Tag. Nur, dass ich beides bin. Richter und Geschworene. Playing God. Empfehlenswert. Frieda, Mitte 30, sitzt fest im Sattel. Nur mit ihrem großen Wunsch klappt es nicht. Endlich schwanger werden. 2 Jahre in Ihrem Alter, müssten Sie jetzt rein statistisch, in Anführungsstrichen, schon längst schwanger sein. Ich möchte gerne mal pausieren. Nein? Nein! Plötzlich macht ihr Freund Schluss. Der Babywunsch bleibt. Über Datingportale versucht Frieda verzweifelt, den perfekten Partner und Samenspender zu finden. Du bist eher so der schüchterne Typ, oder? Nee, also eigentlich gar nicht. Ja, ich mag schüchterne Mädchen. Ich bin gar nicht schüchtern. Die Tragikomödie Dinky Sinky. Mal wütend und traurig, mal humorvoll und lakonisch. Teilweise mit improvisierten Dialogen. Das macht den Film besonders lebendig. Und Leinwand-Newcomerin Katrin Röver verkörpert die Suchende authentisch und nahbar.
Gebäude zu bauen ist für den dänischen Architekten Bjarke Ingels das Größte. Mit seinem Büro BIC denkt er kühn und stemmt ungewöhnliche Mammutprojekte. What if we could take this amazing idea of the urban oasis of the entire scale of Manhattan and boil it down to a single city block? Ob dieser Quartzscraper in New York oder Häuserblocks in Kopenhagen, Bjarke Ingels bringt das Spielerische zurück in die Architektur und gilt mit Mitte 40 als visionäres Wunderkind in der Branche. Derzeit plant er den verschachtelten Turm des Two World Trade Centers. But I must add, you have a flow of creativity, of creative juices, that is nothing short of remarkable. Lob der Mäzene, aber auch Stress und ständige Kopfschmerzen. Regisseur Kaspar Astrup Schröder hat die Karriere von Bjarke Ingels für Big Time 7 Jahre lang begleitet. Ein sehr persönlicher Blick ins Innenleben eines Hyperaktiven.